Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hackman Software. Erfahren Sie, wie Sie Daten von RAID Level, sei es eines nicht funktionierenden Knab des C439 und NAS wiederherstellen können. Knab NAS ist ein ziemlich zuverlässiger NAS, aber leider ist kein technisches Gerät vor möglichen Ausfällen gefallen. Früher oder später kann ein NAS ausfallen und alle darauf gespeicherten Daten werden unzugänglich. In diesem Video zeigen wir Ihnen eine Reihe von Schritten, mit denen Sie den Zugriff auf Ihre Daten wiederherstellen können. Was sollten Sie also tun, wenn Ihr Knab TC 439 und RPS NAS ausfallen ist und Ihre verwollten Daten auf RAID 6 gespeichert sind? Bevor Sie mit dem Wiederherstellungsprozess beginnen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass jede Manipulation am RAID Array das Risiko eines Datenverlusts mit sich bringen kann. Daher ist es empfehlenswert, wenn möglich, ein Backup zu erstellen. Fehlfunktionen können unterschiedlich sein und oft schaltet sich das NAS einfach nicht ein oder bootet nicht mehr. In solchen Situationen sind die Datenträger oft noch funktionstüchtig, was eine Möglichkeit zur Datenwiederherstellung bietet. Als nächstes werden wir uns ansehen, wie man im Falle eines NAS-Ausfalls Dateien von einem RAID-Array abrufen kann. Um ein allgemeines Verständnis der RAID-Technologie zu erlangen, sehen wir uns an, wie man sie auf diesem Typ von Knab-NAS-Gerät einrichtet. RAID ist eine Technologie, die es Ihnen ermöglicht, mehrere Festplatten in einem logischen Volumen zu kombinieren, um die Leistung und Fehlertoleranz zu verbessern. Um ein RAID-Array zu erstellen, melden Sie sich an der Webschnittstelle Ihres Knab-NAS mit der entsprechenden IP-Adresse in Ihrem Browser an. Öffnen Sie von hier aus das Kontrollpanel Storage Manager. Klicken Sie auf der Registerkarte, Datenträgerverwaltung, Audio-Schaltfläche erstellen. Okay zum Fortfahren. Wählen Sie im Fenster des Datenträgers Einstellung Assistent den RAID-Typ, in meinem Fall RAID 6, und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie die Datenträger aus denen das Array bestehen soll, und klicken Sie auf Erstellen. Nachdem Sie eine Meldung gesehen, dass alle Daten auf den Disk gelöscht werden, klicken Sie zur Bestätigung auf OK. Danach beginnt der Aufbau des Array, die Formatierung der Disk und die Initialisierung des Disk Array. Dieser Vorgang dauert ziemlich lange. Wenn er abgeschlossen ist, können Sie einen öffentlichen Netzwerkordner und andere Volumeneinstellungen erstellen. Jetzt können Sie einen öffentlichen Netzwerkordner erstellen. Öffnen Sie Filestation. Klicken Sie hier auf das Plus Erstellen. Geben Sie den Namen an, legen Sie GFD Rechte fest. Fertig, der Netzwerkordner ist erschienen. Nun können Sie die Daten herunterladen. Wenn das NAS nicht auf den Einschaltknopf reagiert oder sich plötzlich ausschaltet, kann dies auf eine Fehlfunktion zurückzuführen sein. Der einfachste Schritt zur Lösung eines solchen Problems ist die Fehlerdiagnose. Wir beginnen damit, festzustellen, warum sich das Knab-NAS nicht mehr einschaltet. Dies kann durch Hardware-Probleme, Probleme mit der Stromversorgung, Software-Fälle und so weiter verursacht werden. Führen Sie zunächst eine Sichtprüfung durch, überprüfen Sie die Strom- und Netzwerkkabelverbindungen. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeigen auf der Folderseite des Geräts ordnungsgemäß funktionieren. Achten Sie auf die LEDs für die Stromsorgung, den Disk-Status und die Netzwerkverbindung. Wenn das Gerät in Betrieb, aber nicht im Netzwerk verfügbar ist, überprüfen Sie seinen Status über das Webpanel. Verwenden Sie die Web-Oberfläche, indem Sie die IP-Adresse Ihres NAS in einen Browser eingeben. Versuchen Sie, sie anzumelden und überprüfen Sie die Anzeige der grundlegenden Gerätestatusinformationen.
Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkeinstellungen korrekt sind und überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Falls es Probleme mit dem Netzwerkzugang gibt, schließen Sie das Netzwerkkabel erneut an oder konfigurieren Sie die Verbindung neu. Wenn die oben genannten Schritte nicht zur Identifizierung und Fehlerbehebung geführt haben, hilft Ihnen eine RAID-Datenwiederherstellungssoftware dabei, Dateien von einem nicht funktionierenden NAS zu erhalten. Laden Sie einen RAID Recovery herunter, installieren Sie es und führen Sie es aus. Das Programm wird das zerstörte RAID aus den Laufwerken wieder zusammensetzen und Sie werden in der Lage sein, alle verbleibenden Daten davon zu erhalten. Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, müssen Sie die Laufwerke aus dem Speicher entfernen und sie an die Hauptplatine Ihres Windows-Computers anschließen. Denken Sie vor allem daran, alle Laufwerke gleichzeitig anzuschließen, es sei denn, Sie verwenden RAID, das ohne ein oder mehrere Laufwerke funktionieren kann. Im Falle von RAID 6 können Sie zwei Laufwerke aus dem Array ausschließen, sofern Sie übrigen Laufwerke betriebsbereit sind. Wenn Sie nicht überprüfen können, ob die Laufwerke funktionieren, schließen Sie alle Laufwerke an, aus denen der RAID Array besteht. Wenn Ihre Hauptplatine nicht über genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse verfügt, verwenden Sie spezielle Adapter und Schlitze, wie Sie auf dem Bildschirm sehen können. Wenn Sie die Festplatten aus dem NAS entfernen, denken Sie daran, sie zu nummerieren, damit Sie die bei Wiederschließen nicht verwechseln. Sie benötigen außerdem Speicherplatz, der der Menge der wiederherstellenden Daten entspricht. Hetman RAID Recovery unterstützt alle gängigen Dateisysteme und RAID-Typen. Wenn Sie Ihre Laufwerke an Ihren PC anschließen, fordert das System Sie möglicherweise auf, sie für die zukünftige Verwendung zu initialisieren oder zu formatieren. Akzeptieren Sie diese Aufforderung unter keinen Umständen. Dies kann dazu führen, dass Sie die verbleibenden Daten auf den Laufwerken vollständig verlieren oder dass die Wiederherstellung schwierig wird. Um Ihre Dateien wiederherzustellen, führen Sie eine Datenträgeranalyse durch. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partitionen und wählen Sie Öffnen. Im nächsten Schritt müssen Sie die Art der Analyse auswählen, Schnellscan oder vollständige Analyse. Im Falle eines NAS-Ausfalls, wenn das Programm das RAID korrekt zusammengestellt hat, reicht ein schneller Scan aus. Wenn der Scan abgeschlossen ist, öffnen Sie den Ordner, in dem sich die Dateien befanden, die Sie wiederherstellen möchten. Zuvor gelöschte Dateien sind hier mit einem roten Kreuz kennzeichnet. Der Inhalt jeder Datei, einschließlich Fotos, Videos und Dokumente, kann im Vorschaufenster angezeigt werden. Um eine Datei im Vorbildungsmodus zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Vorbild anzeigen. Markieren Sie dann alles, was Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen, geben Sie den an, an dem Sie die Daten speichern möchten, einem Datenträger oder Ordner und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Nach Abschluss des Vorgangs finden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. Für die sichere Verwendung von beschädigten Laufwerken verfügt das Programm über eine Funktion zur Analyse des Disk-Image. Dies reduziert die Belastung Ihrer Datenträger und verlängert die Betriebsdauer beschädigter Laufwerke. Um ein Disk-Image zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Disk Speichern. Geben Sie dann den Spat zum Speichern an. Danach können Sie dieses Laufwerk mounten und von dem Abbild scannen. Klicken Sie dazu auf Tools, Mount Disk. Geben Sie den Pfad zum Image an und klicken Sie auf Open. Wenn Sie virtuelle LAN-Datenträger auf Ihrem RAID gespeichert haben und ein ICC-Speicher konfiguriert wurde, müssen Sie zunächst die Image-Datei wiederherstellen, um Dateien davon abrufen zu können. Dieses Abbild speichert die Dateien, die auf das virtuelle Netzlaufwerk geschrieben wurden. Nach der Analyse durch das Programm gehen Sie zum Ordner und stellen Sie die Dateien mit dem Namen der benötigten LAN an einem beliebten Ort wieder her. Gehen Sie dann zum Hauptfenster des Programms und mounten Sie die wiederhergestellte Datei. Service Mode, RAID Image, Disk Image. Wählen Sie alle Dateien aus.
Markieren Sie die benötigte Datei und klicken Sie auf Öffnen. Analysieren Sie anschließend den Mode-Datenträger, rechtsklickt auf den Datenträger, öffnen, Schnellanalyse. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, gespeichert wurden. Markieren Sie die erforderlichen Dateien und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, in dem sie gespeichert werden sollen, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Danach befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Katalog. Auf diese Weise können Sie Dateien wiederherstellen, die auf einem ICCS-Ziel gespeichert waren, das nicht mehr über das Netzwerk verfügbar ist. Weitere Details zur Wiederherstellung eines KNAP-ICCS-Ziels und wie man es wieder zum Laufen bringt, finden Sie in unserem anderen Video, dessen Link ich in der Beschreibung hinterlasse. Wir haben also die wichtigsten Schritte zur Wiederherstellung von Daten aus dem RAID 6 eines nicht funktionierenden KNAP-NAS-Geräts behalten. Denken Sie daran, dass der Wiederherstellungsprozess kompliziert sein kann und sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Daher wird empfohlen, die Empfehlungen genau zu befolgen. Zu Beginn des Prozesses ist es wichtig, die Situation zu analysieren. Stellen Sie fest, was genau den Systemausfall verursacht hat. Für die Wiederherstellung von Daten aus einem RAID benötigen Sie möglicherweise spezielle Tools. Verwenden Sie nun bewährte Programme. Es wird auch empfohlen, regelmäßig Sicherungskopien Ihren Daten zu erstellen. Auf diese Weise vermeiden Sie den Verlust von Informationen im Falle von Ausfällen oder Fehlfunktionen. Denken Sie daran, dass eine erfolgreiche Datenwiederherstellung von einer Reihe von Faktoren abhängt und das Ergebnis von Fall zu Fall variieren kann. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.